Ein sonniges Willkommen zu einer weiteren Runde Oxygen Not Included, um genau zu sein, zu Episode 46. Und wir werden jetzt endlich diese Rakete starten. Also, den Signalschalter hier bitte mal noch betätigen. Den ausschalten. Wie starte ich die denn dann eigentlich? Sternkarte anzeigen. Das da. Ah, und dann wahrscheinlich Missionen starten. So, jetzt hätte ich aber gerne noch, dass hier das Ding ausgefahren wird. Ich hoffe, das dauert jetzt nicht zu lange. Nein, das ging ganz fix. Abschussrampe fehlt. Das ist aber richtig so. Das heißt, Mission starten. Liftoff! Cool. Weiß nicht, ob man so lange normalerweise hinterher gucken kann. Das kann jetzt sein, dass das durch unseren Mod war, der mir erlaubt, weiter raus zu zoomen. Oh, guck mal, hier hinter ist jetzt auch so ein richtiges Gestell aufgebaut. Das ist mir so gar nicht aufgefallen, als wir das Ganze gebaut hatten. Ist das gerade nochmal beschädigt worden durch den Start? Kann sein. Okay. Ja, dann müssen wir jetzt warten, bis sie wiederkommt. Das kann jetzt unter Umständen dauern. Ich weiß es gar nicht so genau. Wir könnten ja eigentlich die nächsten Sachen auch schon analysieren. Warum habe ich denn aufgehört zu analysieren? Ich weiß es nicht, aber Priorität kann jetzt ruhig eine 7 sein. Ah, und was mir auch noch eingefallen ist. Wir können mal kurz gucken, was wir geschickt bekommen haben. Wühlmauswelpe? Nein. Rost. Okay. Irgendwann könnte es sich mal lohnen, jetzt langsam den Rost auch zu benutzen. Tiereier rausschmeißen. Die können hier dann nämlich brüten und schlüpfen und hast du nicht gesehen. Und total frei sich dann entfalten, wenn sie das wollen. Brütung 62%, das ist doch nicht schlecht. 7% pro Zyklus, naja. Können wir jetzt einfach mal in Ruhe lassen. So. Ich bin mal gespannt, was hier dann passiert. Also wie gesagt, hier müssen wir jetzt ein bisschen aufpassen, dass wir halt regelmäßig das Regolith wegnehmen. Weil wenn die Rakete wiederkommt, und da Regolith liegt, dann ist das ungünstig, freundlich ausgedrückt. Wir müssen dann, wir müssen dann eventuell auch die Rampe reparieren. Ja, also da müssen wir dann auch daran arbeiten, dass wir hier nochmal so ein Ding bauen. Ich meine, die 30 Sekunden, die reichen ja weitestgehend. Das ist ja anscheinend in Ordnung, dass man einfach nur einen baut, der seine maximale Scanner-Reichweite hat, seine Scanner-Effektivität. Wobei da ein Problem ist, ne? Wenn ich... Den müsste ich ja dann anschließen an eine Bunkertür, die klipp und klar sagt, hey, geh zu. Damit der, der nach der Mission... Nach der Rakete Ausschau hält, frei nach der Rakete Ausschau halten kann. Aber wenn dann der Meteoritenhagel ist, dann hat er ja auch keine Sicht, weil ich ja über ihm zumachen muss. Wir müssen mal probieren, ob wir eventuell mehr Sicht haben, wenn wir diese Bunkertür etwas weiter über dem platzieren. Ich meine, dass ich was gelesen hatte, dass jemand geschrieben hat, man sollte das 4 Felder über dem platzieren. Ich werde das erst danach gelesen haben, sonst hätte ich es ja gemacht. Aber es kann halt sein, dass das dann besser ist, dass der dann eventuell nicht zu 100% abgeschottet wird, nur weil der halt zu ist. Und ansonsten müssen wir halt einfach hoffen, dass der Scanner, auch wenn er halt komplett verdeckt ist, halt halbwegs klarkommt damit. Was anderes können wir ja nicht großartig machen. Wir könnten das hier freiräumen und dann hier mal weiterbauen. Obwohl, dafür müssen wir hier gar nicht freiräumen. Das können wir auch von unten ja weitermachen. So. Dass wir hier den Bereich auch noch überbauen. Und hier müssen wir uns wahrscheinlich dann runter reinbauen, wie auch immer.
Da die anscheinend noch funktionieren, auch wenn ich den, wenn sie nicht repariert sind, kann ich sie einfach mal durchziehen. Dann wird auch alles mal nach da unten reduziert. Entschuldigt, ich musste husten. Dann wird auch alles nach hier unten mal reduziert, weil wo gebaut werden muss, muss ja erstmal weggerissen werden. Nutzen wir den Effekt doch mal aus. So. Sehr heiß. Nicht wirklich überraschend. Hier ist eine Rakete gestartet. Ja, ich wüsste jetzt gerne, wie der Status der Rakete ist. Oh, ein Codex entdeckt. Kolonieerfolg errungen. Wahrscheinlich, weil wir eine Rakete gestartet haben. Weltraumrennen. Starte deine erste Rakete ins Weltall. Yes! Codex entdeckt. Berechnung abgeschlossen. Entdeckter Codex. Berechnung abgeschlossen. Berechnung abgeschlossen. Wie ich vermutet habe, unser Asteroid und die geschätzte Masse, die auf dem nahegelegenen Planeten fehlt, sind nahezu identisch. Wir sind nicht am Zielort. Wir haben unser Zuhause nicht einmal verlassen. Was? Ich vermute aber, unser Asteroid und die geschätzte Masse, die auf dem nahegelegenen Planeten fehlt, sind nahezu identisch. Ah, ich weiß jetzt nicht, von wo wir das haben, aber dieser Planet, den wir da hinten sehen, da fehlt ja ein Stück. Und dieses Stück sind wir. Oh mein Gott, was da passiert? Das heißt, wir sind zwar auf einem Asteroiden oder sowas ähnlichem, aber wir waren halt mal Teil dieses Planeten da. Oh mein Gott. Ich hoffe, es wird erklärt, was. Irgendwann finden wir heraus, was der Grund für war. Das wäre schon episch interessant. Ist hier drin Vakuum? Da drin ist Vakuum. Eigentlich könnten wir uns einfach rangraben, ne? Ich meine, pft, dahin. Wenn wir noch ein bisschen weiter gebaut haben, sodass wir bis wohin? Bis hierhin? Ich gebe einfach mal den Auftrag. Auch wenn es eine Ewigkeit dauern wird, bis der erfüllt wird. Sobald der erfüllt ist, können wir dann eigentlich ganz entspannt hier unten uns mal reingraben, hier an die Tür ran. Können wir hier mal reingucken. Klingt doch gut. So. Hier ist auch soweit alles tutti. Wo arbeiten die im Moment alle? Dass sie so über engagiert sind. Dass schon wieder einer entkommen. Wie denn? Da hinten auch. Wie entkommen die denn? Das ist mir nicht klar. Also wir können zwar den Bereich natürlich aus Metallteils ersetzen. So, der soll hier den da hochtragen. Ist hier auch noch einer? Nee. War gerade nur eine Spiegelung, ne? Okay, kann nicht gefangen werden, das ist völlig in Ordnung. Ist mir echt nicht klar. Oh, kann der nicht erreicht werden? Das kann sein. Sodele. Ja, dann ist jetzt gerade ein bisschen Warten angezeigt. Angesagt. Ich meine, wir haben sowieso so viele Aufträge hier laufen. Das hier ist jetzt endlich mal fertig? Ne, immer noch nicht. Hier fehlen noch, hier fehlt noch. Wir könnten jetzt höchstens mal gucken, wie wir mal ein paar Optimierungen finden, mit denen wir die Arbeitszeit unserer Duplikanten ein bisschen reduzieren können. Wieso ist er hier ausgestiegen und nicht hier? Eigentlich wäre es doch sinnvoller gewesen, hier auszusteigen, um hier rüber zu kommen. Naja, vier nehmen wird es sich vielleicht nicht, aber trotzdem.
wundert mich ein klein wenig. Zumindest. Naja, wenn es bis hierhin durchgebaut ist, ist schon mal gut. Dann haben wir hier ein bisschen weniger Laufzeit auf der in diesem Gebiet. Sollten hier nicht diese Verbindungsteile rein? Oder habe ich dann gesagt, ich mache doch lieber die hier? Mal diesen Preiswerter, von daher. Wir können gerne die hier nehmen. So, was wollte ich hier oben bauen? Was wollte ich da bauen? Ich glaube, die Energieanlage, ne? Genau, ich habe den Strom hier runtergelegt. Und hier sollte im Endeffekt so ein bisschen eine neue Energieanlage mit Gas rein. Mit Erdgasgeneratoren. Richtig. Jetzt erinnere ich mich wieder. Okay. Ah, da bietet sich ja eigentlich an, hier den Bereich auch noch auszuheben. So. Dann kommt hier sozusagen das Auffangbecken wahrscheinlich hin. Vielleicht auch hier rein. Das klingt gar nicht schlecht eigentlich. Dann kommt hier Ziegel. So. Machen wir es bis hierhin. Zack. Das Ganze hier auch wegreißen. Bisschen Granit bauen wir hier auch ab, oder? Das Granit. Nee, ist Magmatit. Naja, ist auch nicht so schlimm. So, Blaupause. Nehmen wir die Erde. Liegt hier sonst noch irgendwas rum? Raclette Ei. Boah, wir können sie schlüpfen lassen und sobald sie geschlüpft sind, können wir sie dann. Ich meine, na, ihr wisst, was ich meine. So. Ah, cool, das ist immer noch nicht fertig gebaut. Grandios. Abgefahren. Ist der auch schon erforscht? Oh, metallischer Asteroid. Okay. Gucken wir uns gleich mal an, welche Werte der so hat. Aktuelle Masse, das. Wir können da finden Eisen, Kupfer, Obsidian und zwei unbekannte Sachen. Wir können dort fangen Metallhatches. Artefakte gibt es mit einer gewissen Seltenheit. Ich weiß halt nicht, ob das bedeutet, dass es bei jedem Flug die Möglichkeit gibt, welche zu entdecken oder einmalig. Ich vermute mal eher einmalig. Ich meine, wir können nicht mit jedem Mal, jedes Mal Seltenheit 1. Also jeden vierten Flug ein Seltenheit 1 Artefakt wieder mitbringen, oder? Das wäre ein bisschen krass. Oh, gleich kommt wieder Meteoritenschauer runter. Oh. Über. Er ist zurück. Ich habe es überhaupt nicht mitbekommen. Wann ist das passiert? Bereit zur Landung? Safe Game? Kann mal hier jemand bitte den Schalter bewegen? Warte auf Aussteigen. Ja, cool. Jetzt braucht nur noch irgendjemand da mal hochgehen und perfekt. Nice. Warum hat der keinen Anzug an? Wo ist der in Anzug hin? Oh, guck mal hier. Datenbank. 50, 50, 30. Okay. Ich wette, wir haben Sachen erfahren über den Planeten.
Genau. Die obere Atmosphäre untersucht, die untere Atmosphäre untersucht, das Magnetfeld untersucht, die Oberfläche können wir noch untersuchen und den Untergrund. Dafür haben wir jeweils 50 Datensätze bekommen. Und dann haben wir nochmal 30 bekommen für jedes Modul 10. Ja, nice. Jetzt können wir diese Daten irgendwie verarbeiten. Hätte ich vielleicht schon mal vorbereiten können. Erstmal, nee, nicht JR. Wir können mal mit der Forschung weitermachen. So, Treibstoffverbrennung. Okay. Das wäre Petroleum. Wahrscheinlich. Verbrennt veredeltes Eisen und Oxylit. Okay. Also wir haben jetzt sozusagen die Wahl, entweder wir fliegen immer wieder nur für geringe Mengen Forschung zu dem nahen Punkt, oder wir versuchen halt zu den weiter entfernten zu fliegen. Oder was haben wir hier? Im Frachtraum. Gute Frage. Was bietet sich denn eher an? Also ich hätte Frachtraum halt schon cool, aber was können wir? Warte mal, warte mal. Was können wir denn nochmal? Shift 1. Sollten wir vielleicht mal hier in Speichern. Steuerung, Control 1. Was können wir hier denn holen? Kohle. Oh, das wäre gar nicht schlecht. Kohle zu holen wäre gar nicht schlecht. Damit könnten wir das Zeug hier unten betreiben. Und ich meine, die Dinger lassen sich ja, werden ja kostenlos über diese Aktion hier betrieben. Dementsprechend haben wir ja da kein wirkliches Problem. So, dann können wir jetzt hier wieder die beladen. Wahrscheinlich müssten wir nicht mal die vollen 900 Kilo reinladen, damit das hier erreichbar wird. Wie viel bräuchten wir? Wir sind erst bei 284 Kilometer. Wie viel hatten wir da drinne? 15 Kilo erst. Okay. Wir können ja mal bei 100, 200, 300 Kilo oder so nachgucken, ob es vielleicht sogar schon reicht. Dann können wir das schon wieder abbrechen, eventuell. Wow, wir haben hier 200 Grad warmen Wasserdampf drin. Nicht schlecht. Was mich wieder zu der Idee zurückführt, die ich ja schon mal hatte, ob sich nicht eventuell lohnt, hier eine kleine Turbine anzuschließen. Einziges Problem ist, die halt auch nach unten anzuschließen und hier oben die Turbine zu kühlen. Alles so schwierig. Alles so schwierig. Das hier fühlt sich auf jeden Fall jetzt wieder gut. Womit wir wieder zurück sind. Ich wollte eigentlich in der Heimatbasis, hier unten, mich jetzt um die Forschung nochmal kümmern. So, ich habe jetzt die hier angeklickt. Kein Forschungsschwerpunkt ausgewählt. Ah, stimmt. Jetzt ist was ausgewählt. Jetzt können Sie hier wieder forschen. Aber Sie müssen ja auch dieses hier unten erforschen. Und dafür brauchen wir ein virtuelles Planetarium. Ein virtuelles Planetarium. Wir haben hier dafür Platz. Aber haben wir hier auch dafür genug Strom? Potential Load 2110 Watt. Von wo kommt der Strom für diese Reihe? Auch von hier. 2110. Ah, das ist, wenn die Dinger hier auch alle gleichzeitig mit an sind. Okay, ich glaube, da müssen wir uns keinen Kopf machen. So. Worüber wir uns einen Kopf machen müssen, ist, wenn der zusammen mit denen an ist. Weswegen ich nochmal gucken sollte, wie viel Strom der hier verbraucht. 120 Watt, das geht, ja. Das ist ja noch voll entspannt. Aber sag mal, gab es nicht noch ein. Gibt es dieses Teil nicht mehr? Ich habe das gesehen.
dass es so eine Art Trainingsgerät gab für Astronauten, wo die in so eine Spielzeugrakete eingestiegen sind, die sie dann so in einem kleinen Radius geschleudert hat, so Marke James Bond in der Beschleunigungskammer. Das sehe ich hier nicht mehr. Haben sie eventuell rausgenommen als... Wahrscheinlich musste darüber irgendein spezielles Training absolviert werden. Und mittlerweile ist das einfach, dass man sich... Ja, wahrscheinlich mussten die darüber das, was man jetzt hier einfach über Job anklickt. Wahrscheinlich haben die das dann darüber bekommen. Weil das nicht mehr zum System passte, haben sie das wieder rausgenommen. Eigentlich ja schade. Weil da hatte ich mich richtig, jetzt wo ich mich daran erinnere, dass ich das halt gesehen hatte, da hatte ich mich richtig darauf gefreut, da meine Duplikanten reinzujagen, ne? Naja, was nicht sein sollte, sollte nicht sein. Das ist sehr schön. Das hier funktioniert halt auch super. War zwar ein Akt, das jetzt zu bauen, so, aber es funktioniert super. Und damit sind die halt wirklich viel in der Zeug unterwegs. Dieses Glanzdreckoei ist hier ganz doof. Aber so richtig doof. Passt auf, machen wir alles. Nur aufräumen. Tiereier. Das heißt, da kommen alle Tiereier rein, bei denen ich den Aufräumbefehl gebe. So wie hier. So. Und da geben wir auch eine leicht erhöhte Priorität drauf. So. Hier liegt Fleisch rum. Das ist nicht gut. Nehmt ihr euch das schon wieder zum Essen? Das Rohfleisch? Oh Mann. Wir müssen. Forschungsstation fehlt. Virtuelles Planetarium. Ja, das wird gerade gebaut. Also, sobald irgendjemand Zeit dafür findet, es zu bauen. Hier sollen alle. Wow. Wieso haben wir hier Metall-Hatchling-Ei? Zwei. Was liegt hier drinne? Eisenerz. Warum liegt hier Eisenerz drin? Hier soll gar kein Eisenerz drin liegen. Ah, da lag von vorhin Eisenerz drinne. Soll ich das hier nochmal ändern? Ich meine, jetzt könnte ich hier die tatsächlich auf Metall-Hatchlinge ummünzen, ne? Das wäre total unproblematisch. Wir haben jetzt Metall-Hatchlinge hier. Ja, wir machen das. Obwohl, nee, das lohnt sich nicht. Wir können das Ding hier oben jetzt betreiben, um alles zu kriegen. Stahl und Eisen und hast du nicht gesehen? Das lohnt sich nicht. Wir brauchen die Metall-Hatchlinge leider nicht mehr. Okay, dann können wir hier tatsächlich auch den Aufräumbefehl gleich geben. So. Und hier drin soll gelagert werden Sedimentgestein. Ha, das war jetzt eigentlich ein Fehler. Fällt mir dabei auf. Hier sollten nämlich eigentlich jetzt alle Tiereier rein. Hatchling. Was anderes kann der nicht bringen, oder? Hatchling? Metall-Hatchling jetzt halt noch. Ja, gut, den. Dann auch. Eigentlich wäre es besser gewesen, wenn ich die jetzt nicht rausgetragen hätte, sondern hier unten hätte reinplumpsen lassen in den. Ach, das war doof. Ich hätte jetzt einfach hier das hier machen können, was ich hier mache. Und dann hätte das Ding das hier erledigt. Naja, was soll's. Oh, da rennt noch ein Hatchling rum. Vergebung. Okay. So, ihr seid hier am Ackern. Fleisch vor allem. Okay, supi.
Hiermit können wir das Fleisch nicht mehr weiter verbessern. Das ist einfach Barbecue. Ah, oh, da habe ich mich übrigens geirrt. Dieses plus 3 gesagt, nicht wie viel Moral, sondern im Endeffekt sind es Stufen der Qualität. Stufe 1. Also im Endeffekt haben wir Stufe minus 1. Schrecklich. Dann haben wir Stufe 0 für ist okay. Also fürchterlich eigentlich. Stufe 1 für immer noch schlecht, okay. Stufe 2 für Standard. Und dann halt hier für gut. Und dann kommt darüber dann halt noch besser. Deswegen hier diese der Bonus, der in der Moral ist, der ist aber halt deutlich anders nochmal. Das ist hier zwar sozusagen dann, wo haben wir es hier, Stufe, das sind die fürchterlichen mit Stufe minus 1. Die geben minus 1 Moral. Die mit Stufe 0 geben 0 Moral. Stufe 1 gibt 1 Moral. Stufe 2 gibt schon 4 Moral. Stufe 3 gibt dann 8 Moral. Und die darüber kennen wir noch nicht. Also, so, ne, ich habe das halt völlig falsch verstanden. Aber gut, kommt vor. Bei Chris müssen wir jetzt natürlich ein bisschen aufpassen. Wo ist Chris? Oh, ganz unten. Ich war gerade irritiert, dass wir dann Frankie haben. Weil Chris hat jetzt eigentlich eine zu hohe Moralanforderung wahrscheinlich. Auch Chris wurde jetzt unten dazu geaddet, weil er zwischendurch ja nicht in der Station war. Hängt er jetzt ganz unten dran. Oh. Da muss man aufpassen. Eigentlich war das unser dritter Duplikant oder sowas. Vom Start her, wenn ich mich nicht irre. So, hier habe ich wahrscheinlich wieder nichts mehr ausgewählt. Da haben wir einen öligen Asteroiden. Da können wir Methan mitbringen. Kohlenstoffdioxid. Rohöl und Petroleum. Da haben wir noch nicht einen festen Stoff auf dem, in diesem Ding gefunden. Okay. Interessant. Auch gut zu wissen. So, eigentlich könnten wir, wenn Chris sich erholt hat, und das Ding hier ist wahrscheinlich jetzt schon ausreichend gefüllt. Das hat auch den Vorteil, ich mache den jetzt hier einfach aus. Das heißt, das Ding steht dann jetzt auch leer. Mal gucken. Sternkarte. Zu weit. Wir können es noch nicht erreichen. Okay. Oder liegt es daran, dass der Asteroid fährt? Der Ziel außer Reichweite. Nee, es reicht noch nicht. Nicht der Asteroid, der Astronaut. Dass der Astronaut fehlt natürlich. Aber nee. Wir haben tatsächlich noch nicht genug Gas drin. Also der Spielraum ist dann doch deutlich weniger, als ich dachte. Na gut, ich meine, das Ding hat ja auch ein relativ hohes Eigengewicht, ne? Was war das? 3,4 Tonnen? Aber dann stimmt das hier irgendwie nicht. Massenachteil 10.000 Kilometer. Aktuell Reichweite. Oh, Moment. Achso, wir haben im Moment eine Gesamtreichweite von 9.489. Nachdem wir 3.447 vom Maximum abgezogen haben. Okay. Ich weiß aber gar nicht, wie viel das die Rakete vollständig geschafft hätte. Das habe ich vorhin falsch geguckt. Dann müsste ich mir nachher nochmal die Aufnahme angucken, was da für eine Zahl war. Die Zahl hier unten plus die hier, das wäre die Gesamtreichweite. Das habe ich mir dann völlig falsch angeguckt. Okay. Das ist jetzt lustig. Er wird dann unterbrochen, sobald natürlich dann hier unten die Türen aufgehen. Ärgerlich und lustig zugleich. Deaktiviere Autoreparatur. Kann ich... Gibt es dafür einen Reiter? Ja, das muss ich einzeln machen, ne? Auf jedem Einzelnen. Weil es jetzt nicht so schlimm, wenn wir da mafisches Gestein verbrauchen. Aber... Ich will halt eigentlich nicht, dass die Leute dauernd rennen und hier Sachen reparieren, die mir einfach völlig egal sind.
Was war das? Wieder gehüpft, gehüpft, gehüpft und wieder zurück. Wow! So, das funktioniert alles sauber. Nice. Sehr, sehr gut. Sehr, sehr gut. So, ich nehme mal an, jetzt erreicht es. Ja, Ziel ist ausgewählt und er erreicht es halt auch. Dann können wir jetzt tatsächlich hier wieder ausmachen. So. Und dann kann Chris da wieder reingesetzt werden. Aber diesmal ist es dann wirklich wieder für die nächste Folge eine sonnige Verabschiedung von mir, eurem Sunny. Also ich finde das ganz cool. Jetzt können wir dann den Planeten auch noch vollständig erforschen. Mal gucken, welche Informationen wir dann noch über ihn hier rauskriegen. Das würde mich sehr interessieren. Denn wir haben das hier immer noch nicht erforscht. Und ich nehme mal an, das wird dann erforscht, wenn wir es da halt nochmal hinschicken. Und hier haben wir das virtuelle Planetarium. Da haben wir auch schon einiges erforscht. Wir können, glaube ich, nur 180 erreichen aktuell, weil für mehr haben wir die Daten nicht. Und wir haben leider verpasst, wie hier jemand drin saß. Das sah bestimmt cool aus. Na gut, jetzt aber wirklich eine sonnige Verabschiedung von mir, eurem Sunny. Ich hoffe, wir sehen uns zur nächsten Folge. Bis dahin, alles gut. Und ciao, euer Sunny.